Ich bin halb Rentner, halb Granate, ich bin Renate. Ich finde das irgendwie so lustig. Und ich habe den ersten Kylie-Kommentar gefunden. Woo! Mach mal weiter. Nee, 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 nee. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mit der lieben Luisa. Was geht ab? Luisa hatte eine mega coole Idee. Und da hat sie gefragt, Sonny, hast du Bock mitzumachen? Und ich habe gesagt, oh ja. Ihr kennt ja Kylie Jenner, ist eine ziemlich berühmte Person. Und sie macht auch richtig tolle Instagram-Bilder. Und da haben wir gedacht, warum kopieren wir nicht ihre Instagram-Bilder und posten sie bei uns? Genau, wir wollen einfach mal sehen, was das für Auswirkungen auf unser Kanal hat. Das wird jetzt sozusagen so ein einwöchiges Selbstexperiment. Genau. Und ich würde einfach sagen, Luisa hilft mir bei meinen Bildern und ja. Ich helfe Luisa bei ihren Bildern. Ja. Das werdet ihr dann erster Link in der Infobox auf ihrem Kanal sehen. Das heißt, ein Video bei mir, ein Video bei Luisa. Und ja, ihr könnt auch gerne mal dann später in die Kommentare schreiben, wenn ihr beide Videos gesehen habt. Beide Videos gesehen habt. Wer es besser gemacht hat. Und die schöneren Bilder. Und ich bin auch gespannt, ob das deine Instagram-Follower merken oder ob sich da sowas Größeres verändert hat. Mehr Follower, mehr Likes. Weil das sind ja schon so ein bisschen andere Bilder, würde ich mal sagen. Also Kylie Jenner ist ja ist schon ein bisschen aufreizender. Und ich sehe, mein Akku blinkt. Ich sollte den Akku wechseln. Oh, beenden, sofort. Intro beendet und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt, ich mache jetzt weiter mit meinen Statistiken, die ich euch zeige und dann werdet ihr. Ne, genau, ihr wisst Bescheid. Falls wir das Experiment. Luisa, nein, das ist jetzt mein Teil hier. Falls wir das Experiment wiederholen mit anderen Stars sehen wollt, also weil, wenn ihr jetzt wollt, dass ich andere Stars nachstelle und nicht Kylie Jenner, dann schreibt es mal in die Kommentare, schreibt mal Star-Vorschläge, ne? Von so viel dazu zu deinem Part jetzt. 265.703 Abonnenten. Insgesamt immer in einer Woche ungefähr 5 Millionen Impressionen, was irgendwie eine heftige Zahl ist, muss ich sagen. Props an mich, nicht Spaß. Davon sind, okay Leute, jetzt kommt wieder die Armageddon-Statistik. 24% Frauen und 76% Männer. Ich bin gespannt, wie es danach aussieht. Hier seht ihr meine Bilder mit den meisten Impressionen der letzten 30 Tage. Also hier seht ihr ungefähr, okay, das Bild ist echt aus dem Dings geschossen, aber die anderen haben alle so 200.000 bis 150.000 Impressionen, würde ich sagen. Bin gespannt, wie die Kylie Jenner Bilder auf jeden Fall abschneiden. Und wir gucken einfach auch nochmal nach Likes. Genau, bei Likes sieht das Ganze so aus. Ich bin gespannt, wo wir da einen Unterschied sehen, Leute. Das erste Foto, was ich nachstelle, ist das hier. Und dazu brauche ich halt, naja, ihr seht ja, was ich dazu brauche. Und ich bin vor allem gespannt, was für das hier, dieses, naja, ihr seht schon. Haben wir hier mal ein paar Outfit-Sachen rausgesucht. Und für mein Foto brauche ich auf jeden Fall meinen Pullover. Und da er nicht so cropped ist wie bei Kylie, habe ich ein Haargummi da reingemacht. Eine Lederhose und ein sexy BH. Das hier nenne ich mal Film mit einer Kamera und Foto mit einer anderen Kamera. Das wird so kompliziert. Das wird mega. Wir haben uns jetzt ungefähr vom Hintergrund her so einen ähnlichen Ort gesucht. Ich habe mir jetzt richtig professionell meine Clips hier reingeklettert. Könnt euch mal behind the scenes. Übergang, Horaitos. Und so bald cropped up und so. Okay, warte, sie genießt richtig ihr Leben, oder? Noch mehr croppen, weil man sieht ja das. Mach sie so einen Sintierbalken. Ja, sie steht eher so. Ist es ein Foto, was man auf Instagram von sich haben will? Vor allem so auf dem Bild voll schön, aber man sieht gar nicht so, wie das gemacht wurde. Okay, weißt du? Wie geil deine Haare aussehen. Bei ihr geht's voll schnell, bei mir essen so 100 Stück gemacht. Beste Kameraperspektive ever. Yeah. Weißt du, komm hier das Grüne zu bekommen. Okay, nächstes Foto. Okay, also Kylie hat die Haare so ein bisschen mäßig. Ja, die ist schon über der also eine Schulter muss man auf jeden Fall sehen. Ja. Brille ein bisschen weiter nach unten. Kein Überblick mehr, wer was ist, aber gut. Was sieht man da jetzt? Ein bisschen von der Hose. Okay. Okay. Ich würde sagen, oh Mann, man sieht's gar nicht. Das hier ist Style. Die Haare weg, wa? Du musst dein Gesicht ein bisschen mehr zu mir. Und dann ein bisschen runter gucken. Boah, ich glaube, die sind auch besser. Woo! Ja, Mann. Ja, Mann, das schaffen wir. Okay. Oh, Leute, das ist anstrengender, als ich dachte. Wer ist dafür, dass ich so mal einen Tag rausgehe? Okay, so. Ich weiß nicht, ob der Platz hat. Ich glaube, der hat keinen. Ja. Wow. Hallo Leute, was geht ab? Okay. Hast du das Bild? Mach mal weiter. Nee, 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 nee.
Wie schwer ist sowas? Aber ihr sind es bestimmt so Schnappschüsse. Mhm. Das ist so schwer. So Leute, Foto Nummer 1. Keine Ahnung. Gauls, okay. We make this. Okay, warte mal, wer ist wo? Off, warum geht das off? Du hattest einen Job. Anbleiben. Ansage an Canon. Nein, achso doch. Nee, warte mal, wir rum so rum. Ja. Und dann müssen wir ein bisschen weg, warte. Dann drücken wir jetzt auf Start. Wo bin ich? Wo bin ich eigentlich? Du musst da runter. Jetzt, okay. Was ist das? Also soll mehr verdeckt werden. Du bist ja an die Wand, okay. Das war zu schnell! What you doing? Okay, warte mal, ich hänge hier einfach so rum, guck mal. Du verdeckst meine Nase. Das war gut, oder? Ja! Also übrigens posten wir zusammen dasselbe Bild. Genau, damit so... Damit vielleicht Leute wissen, das hat was mit dem Video zu tun oder so. Okay. Soll ich auch runter? Ja. Schaffst du das? Oh, alles gut. Okay, Leute, wir machen es jetzt einfach kurz so. Hi. Leute, Luisa und ich sind so durch mit den Nerven. Wir posten das erste Foto. Es ist mega anstrengend und wir posten jetzt aber das erste Foto. Und ich bin mal gespannt. Aber ich glaube, beim ersten wird es auf jeden Fall noch nicht auffallen. Bei mir wird das erste dieses... Bei Luisa werdet ihr es auf jeden Fall bei ihr sehen. Genau. Let's post. Sagen, je normaler, desto besser. Also wirklich so, hey, was geht, was du sonst so als Bildunterschrift machst. Hey, was geht? Eyo. Ich gehe dafür immer auf Pinterest, Leute, und guck mir da Quotes an. Pain makes people change. No. Ich bin halb Rentner, halb Granate, ich bin Renate. Ach. Ich finde das irgendwie so lustig. Ja, was kann man denn da hinschreiben? Act like you trust people, but don't. Das mit dem Bullets. Man sieht es jetzt hier nicht. Oh, doch. Und... teilen. Let's go! Let's go! So Leute, ich bin gerade am Set, aber ich wollte euch mal auf dem Laufenden halten. Und zwar habe ich jetzt das dritte Foto schon gepostet, dieses hier. Was ich schon merke, ist, dass meine Bilder irgendwie viel mehr Kommentare haben. Also ich würde sagen, Likes sind eigentlich gleich, aber meine Kommentare haben sich vervierfacht irgendwie. Mega komisch. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass die Bilder bis jetzt gut ankommen. Ich finde es irgendwie krass, dass es bis jetzt noch niemand merkt, aber... Leute, ich will euch kurz was zeigen und zwar bin ich, glaube ich, nennt mich Facetune Queen, Leute. Ich habe versucht, dieses Bildchen nachzustellen. So hier geworden. Ihr seht, heller Hintergrund, graue Stiefel. Und jetzt kommt's, Leute. Da, 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 da. Wie gut sieht das bitte aus? Also ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ich habe hier nochmal so einen Vergleich, den habe ich gerade Luisa gezeigt. Leute, ich hab's schon drauf, oder nicht? Auf jeden Fall bin ich gespannt, was man dazu sagt, weil das sind ja gar nicht so normale Fotos, die ich sonst immer... Hallo! So normale Fotos. Mal schauen. Es ist mittlerweile Friday. Ich habe gerade eben mein 1, 2, 3, 4, 5. Bild hochgeladen. Ihr seht's hier. Und Leute, das ist das Bild, was ich euch letztens erzählt habe, dass ich da Facetune Queen des Lebens war. Ich bin vor allem bei diesem Bild gespannt, wie es ankommt, weil eigentlich lade ich nie Bilder mit Blitz hoch. Alle fragen, woher ich die... Oh Mann, man sieht es nicht, aber alle fragen, woher ich die Stiefel habe. Meine Handyhülle kann ich euch übrigens verlinken, nach der werde ich irgendwie immer gefragt. Amazon, Amazon, keine Ahnung. Alle schreiben, woher hast du die schönen Stiefel, woher sind die Schuhe, krasse Schuhe, uff, diese Stiefel. Mit den Schuhen kann ich auch nicht Auto fahren. Krasse Schuhe, dead over knees, ich liebe die Schuhe. Wow, woher sind die Schuhe, die sind Hammer. Es ist jetzt ungefähr 1,5 Stunden schon online, das Bild. Und ich habe den ersten Kylie-Kommentar gefunden. Und zwar die liebe SweetXRX. Ganz ehrlich, ich kann es eh aufgeben. Das wird eh nicht fokussiert. Hat geschrieben, Kylie und so ein Lachsmiley mit Tränen in den Augen. Die denkt wohl, ich habe es schlecht gefaked. Habe ich auch, aber geil. So Leute, heute war wirklich ernsthaft, oh, ich sehe aus, ey, ich bin gerade vom Dreh gekommen, der letzte Tag. Ich habe heute dieses Foto hochgeladen. Springt jetzt ein bisschen aus dem Rahmen, weil ich heute Geburtstag habe. Also heute ist Samstag, heute habe ich Geburtstag. Ich habe das Bild vor 6 Stunden hochgeladen und es hat schon 30.000 Likes, was für mich echt abnormal ist. Und es hat 1.400 Kommentare, aber halt wegen Happy Birthday. Also ich würde sagen, das ist ein bisschen raus. Da habe ich auch viele Kommentare gelesen, wie...
oh mein Gott, viel zu freizügig und so. Aber wenn ich mir so denke, ich finde es halt eigentlich gar nicht freizügig, weil es ist ja nicht mal so ein BH, der so pusht oder so, sondern es ist so ein trägerloser Bandeau-BH. Naja, ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Resümee, was wahrscheinlich viele von euch am meisten interessiert. Ich habe mittlerweile 268.000 Abonnenten, das heißt, ich habe 2.000 Abonnenten dazu gewonnen. Was jetzt, also es ist jetzt nicht sonderlich schnell gestiegen, würde ich jetzt mal sagen. Es ist relativ normal gestiegen. Ich habe minus 270.000 ungefähr Impressionen, was ziemlich krass ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wird steigen. Ich habe aber dafür, was ich beim anderen nicht gescreenshot habe, aber hier steht ja, was ich plus gemacht habe, plus 3.500 Profilaufrufe. Das heißt, ich war wahrscheinlich ein bisschen mehr im Gespräch. Frauen- und Männerstatistik ist noch genauso geblieben. Ich bin jetzt bei den einzelnen Beiträgen gespannt. Also da sieht man, dass die Bilder auch zu meinen beliebteren gehören auf jeden Fall. Aber ich meine, die sind halt auch noch nicht so lange online wie die anderen. Deswegen können die gar nicht so viele Impressionen haben sozusagen. Sieht man. Okay, das ist krass. Wenn man bei Likes guckt, dann ist das, was ich heute gepostet habe, einfach unter den Top 6. Was mega krass ist, weil ich es erst vor 6 Stunden gepostet habe. Und da sind Bilder von vor 30 Tagen dabei. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist heftig. Und unter den Top 8 ist sogar dann das zweite und unter den Top 10 ist sogar schon das dritte und unter den Top 12, also auf der ganz ersten Seite sind schon 4 Fotos von den Kylie Jenner Bildern und da muss ich sagen, da merkt man, dass diese Bilder ziehen und das wird auch der Grund von ihrem Hype sein, würde ich sagen. Ich würde sagen, die Moral der Geschichte ist, ich habe wirklich kaum negative Kommentare bekommen, muss ich sagen. Ich habe halt manchmal so ein bisschen bekommen, too much oder so, aber so an sich, das waren jetzt keine Bilder, die wirklich in mein Feed gepasst haben, auch wenn ich jetzt nicht so mega auf mein Feed achte, aber ihr wisst, was ich meine. Das waren Bilder, die ziemlich aufreizend waren, aber, und teilweise auch mit Blitz geschossen und so. Und vor allem das, was mit Blitz geschossen wurde, hat jetzt die meisten Likes, das finde ich mega heftig irgendwie. Abonnenten habe ich halt so mittel dazu bekommen, würde ich sagen. Ich hätte es dann irgendwie länger durchziehen müssen oder so. Aber ich war anscheinend im Gespräch, wenn meine Profilaufrufe hochgegangen sind. Mir hat das Experiment voll gefallen. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich hier noch vergleichen soll. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Und dann würde ich sagen, ich freue mich, wenn ihr jetzt Luisas Video auscheckt. Ja, genau. Und kommentiert doch mal alles Gute nachträglich, Sunny Loops, wenn ihr mir noch nicht gratuliert habt. Abonniert gerne meinen Kanal. Schreibt mal, ja, also vergesst auch auf keinen Fall, mir neue Star-Vorschläge zu machen, wen ich als nächstes eine Woche nachstellen soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.